Moin zusammen, es geht jetzt wieder zur Maple Lodge und zwar braucht da das Küken noch die Nebenaufgaben. Vorhin ist es rausgeflogen, leider. Deshalb hoffen wir mal jetzt, dass jetzt alles funktioniert, weil er braucht diese Nebenaufgaben hier, also hier von dieser ersten Weekly. Bei mir ist es Graften, das ist bei jedem Spieler immer anders, die Map, die man, auf der man das machen muss. Oh, Breaker hinter der Rezeption direkt, perfekt. Okay, dann vorbereiten und rein da. So, rein da. Vicky, wir können schon mal rein. Ich mache schon mal den Brekkie an, dann gehe ich danach zur Mitte und dann zur Lodge. So, haben wir hier einen Knochen? Nee. Hier ist kein Versteck. Ich habe hier in der Mitte das Licht schon mal angemacht. Ich gehe mal direkt zur Lodge. Weil ich jetzt hier vorbeikam, habe ich das jetzt einfach gemacht. Ach, jetzt haben wir immerhin ein ruhiges Wetter. Das ist viel angenehmer. So, haben wir einen Jumpscare-Slendy da? Das wäre witzig. Der hat mich wirklich mal gejumpscared. Ich habe mich total erschrocken, dass der da stand. Ich zeige euch den Punkt mal. Oh, schade, kein Knochenampir. Slendy, der steht dann da im Wasser, aber er ist diesmal nicht da. Schade. Und hier, da seht ihr Point Hope. Das sieht so schön aus. So, dann gucken wir mal in der Lodge, ob da irgendwas los ist. Vielleicht haben wir ja einen Knochen oder ein Geist hier drin oder das Easter Egg. Schade, kein Easter Egg. Irgendwie hat man es immer nur jedes zweite Mal. Ist irgendwie ein bisschen komisch. War das gerade mein Schritt oder war das? Oder war das irgendwie ein Geist? Die Tür hier ist leicht offen. Ghost, are you here? Show us. Wie hell das ist, wenn das Licht von unten hier hochleuchtet. Hier ist alles ruhig. Also in der Lodge ist es ruhig, wie es aussieht. Nichts Auffälliges zu hören. Ja, hier ist es überall ruhig. Ghost, are you here? Show us. Habt ihr schon die Mitte abgesucht? Ja, da bin ich hier gerade. Da hab ich auch okay, dann gehe ich mal zum Lagerbereich, weil da war ich noch nicht. Kiki, dein Dixi-Klo ist wieder verfügbar. Da ist ein paar Mal drin gestorben. Das finden wir immer so lustig. Ghost, are you here? Show us. Are you here? Ghost, hallo? Noch nichts vom Geist gehört? Ich guck mal. Aktivität ist im Moment auch auf Null. Das heißt, wir müssen den auf die altmodische Weise finden. Ich verteile mal ein paar Sensoren. Ist Sandy da? Nee, hier ist er auch nicht. Schade. Verteilen wir mal ein paar Soundsensoren. Vielleicht schlägt ja irgendeiner aus. So, stellen wir den erstmal auf rund ein. Okay, in seltener Mitte ist ich habe hier irgendwas von links gehört. Das war er jetzt, aber ich glaube, ich habe von da irgendwas gehört. Ich habe meine Taschenlampe vergessen. Muss ich mal kurz holen. Warum? Warum räumt hier eine Flasche? Und ein Ball? Was ist mit einem Ball? Du hast eine Flasche und einen Ball. Oh, hier sind sogar ein EMF-Wagen. Ja, die rollen auch nach längerer Zeit. Hier ist aber auch gerade Aktivität draußen im Truck.
In der Mitte dann, ne? Hier flackert das Licht, der wirft was und es ist kalt. Ja, wenn ich mal wüsste, wo die Kruzis sind. Wo habt ihr die? Ah, okay, ich habe schon eins. Die Kruzis habe ich gerade gesucht. Ich bringe mal einen Kruzi rüber. Dann machen wir mal hier ein Licht an zumindest. Weißes Zelt, das hier ist weiß, ne? Ich habe doch gesagt, ich habe vorhin was von links gehört. Hä? Ach so, du meinst das graue Zelt. Dann war das von rechts. Okay, und hier das Grüne, das kann man zum Verstecken nehmen. Okay, Kiki, der Geisterraum ist, wenn du durch die Rezeption kommst, direkt rechts das Zelt. Ist also nicht so weit vom Weg her. So. Okay, dann machen wir erstmal die übliche Vorbereitung. Die brauchen wir später. Na warte, ich bring mal ein bisschen Salz rüber da für den Ghost Highway schon mal. Vielleicht läuft der ja in eins davon rein. Danach bringe ich noch eine Laterne mit. Und sofort reingelaufen. Okay, dann müssen wir den Ghost Highway noch weitermachen. Dann müssen wir auch noch Laternen dahin packen. Was wurde denn da gebracht? Das klang irgendwie nach Besteck oder so. Was ist der aber? Besteck? Ja, da gibt es auch so Gabeln und sowas hier auf der Map. Laterne ist schon mal da drin. Dann bringen wir die Videokamera, weil wenn ich eine Laterne nehme und die ins Inventar tue, geht sie eben wieder aus. Da braucht man dann ein Feuerzeug, um die wieder einzuschalten. Deshalb nehme ich das jetzt erstmal nur so mit. So, das und das und das. Ich kann die Laterne nicht anmachen. Ach stimmt, Laternen sind gut, weil die kann man ja die sind ja dauerhaft dran, weißt du. Ja, ich bringe nachher noch welche. Ich musste jetzt aber eine Kamera tragen, weil da würden die eh in meinem Inventar ausgehen. Welches Foto? Laternenfoto oder was? Das Laternenfoto hat nicht gezählt oder wie? Nein, das Zeltfoto. Ja, ey, die Zelte, die sind auch immer so unzuverlässig. Da weiß man auch nie, ey. Obwohl man genau weiß, wo die Fingis sind, ist das immer so schwer, die zu fotografieren. Die zweite ist dann außerhalb, dann kannst du die wieder damit anzünden. Mit den Fotos ist echt immer gemein. Vor allen Dingen bei den Zeltfotos weiß man ganz genau, wo die Fingis sind und trotzdem zählen sie manchmal nicht. Das ist total fies. So, dann nehmen wir noch eine Videokamera mit, dann nehmen wir noch Salz. Und jetzt seht es auf einmal, weil ich selber die Stelle fotografiert habe wie in dem anderen Foto. Ja, es ist total bescheuert. Das will mal einer verstehen, ey. Und auf dem einen Foto sieht man sogar die Stelle, weißt du? Echt komisch, ey. Weil man muss ja die Stelle fotografieren, wo die Fingerabdrücke wären. Es ist so bescheuert. Ich war ein bisschen eingebildet. Das ist
Ja, über B können wir dich hören. Du hast dir gemerkt, welches Salz du fotografiert hast, ne? Warte, ich tu mal hier ein paar Salz hier innen rein. Die kannst du ja noch fotografieren. Nein, nein, nein. Der Ball! Der Ball, der hat gerade den Ball hier gekickt. Okay, wir bauen mal weiter auf. Bis gleich. Das Licht ging gerade aus. Oh, ich dachte, der macht einen Airball oder so. Okay, alles gut. Tja, hier kann ich mal wieder keinen Sensor hinmachen, ne? Kann ich nur mal wieder so machen. Ja, lassen wir das Licht mal aus. Ist ja auch nicht schlimm. Okay, wir machen weiter. Das war der Breaker, kein Sinn. Ja, der Breaker ist aus. Hat er gerade im Moment gemacht. Was ist das? Irgendwie kann ich den Geist aber auch verstehen. Der Breaker ist auch abartig laut. Airball? Kein Oni, wir haben Airball. Ja, guck, so sieht ein Airball aus. Ach, der ist einfach verpufft. Oh, hat er es nicht bis hierher geschafft? Schade. Also, kein Gym, kein Uni. Hast du abgesehen? Nee, noch nicht, aber ich habe da eine Kamera reingestellt. Du kannst ja auch noch mal gucken. Die steht da ein bisschen hier an dem Totempol. Ja, jetzt fängt der Geist langsam an, ein bisschen aktiv zu werden. Wir machen noch ein paar Lichtquellen dahin. Okay, dann haben wir den Mimik auch schon mal raus. Perfekt. Sehr schön. Boah, ich dachte, das wäre ein Hand, ey. Das war ein Lightbreaking-Event. Lass die Tür auf hier. Ich bin auf den Zink gefangen. Was machst du denn da oben? Ach, jetzt wissen wir, wie der Revenant da in der Ecke stecken geblieben ist. Der wollte bestimmt hier übers Zelt laufen und ist dann da rausgeglitscht wahrscheinlich. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ne? Ja, wenn du da schon so da hochgekommen bist, dann ist der Revenant bestimmt aus Versehen da so drüber gelaufen und wollte dann hier am Zelt handen, aber hat dann da hinten angefangen zu handen. Letztens hatten wir einen Geist, der hat sich hier rausgeglitscht. Der war hier außerhalb, hier hinter dem Zaun in der Ecke hier war der. Total witzig. Okay, aber wie es aussieht, ist er noch nicht zu uns gekommen. Ja toll, jetzt hat er hier das Licht gesprengt. Dann sehen wir natürlich nachher gar nichts. Dann müssen wir die Laternen und so weiter nutzen. Ein Whisper habe ich auch noch nicht bekommen. Was war das? Hat er gerade ein Licht angemacht oder was? Ja, ja, das zählt als einen Raum, deshalb gehen beide Lichter kaputt. Wart mal, warum geht hier das EMF? Es war die Laterne, ne? Ja, aber warum hat die Laterne ausgeboostet? Schon ein bisschen Phantom-artig. Obwohl, von der Range her könnte es hinkommen, ne? Der könnte da hinten am Zelt sein, da wo der Football liegt und die auspusten. Das ist schon möglich von der Range her. Die haben eine weite Interaktionsrange. Ja, jetzt ist er da. Vielleicht ist er ein Stück hier vorne hingekommen und ist dem Salz ausgewichen. Vielleicht ist er auch zu dir hingelaufen, zum Totempol, und hat es von da aus gemacht. Okay, ich habe gerade den Whisper bekommen. Ich gehe mal kurz nach meiner Sanity schauen.
Okay, Breaker ist noch an. Dann gucken wir mal kurz, ob wir hier einen Moroi haben. Ach shit, der hat, glaube ich, den Breaker wieder gekillt. Oder war das ein Kruzi? Ich weiß es gar nicht. Nee, das war der Breaker. Ah, nee, jetzt der Breaker. Kann man denn hier raus? Ja. Da hat mal wieder einer mit den Türen gespielt. So, dann gucken wir mal. Wir sind zwischen 50% und 53%. Also ein normaler Geist könnte jetzt handeln. Ach ja, ich muss ja spezifisch nach meiner kurz gucken, weil ich kann ja gleich sehen, ob die schnell runterrasselt. Ja, warte, ich gucke kurz nach meiner Sanity noch. 66 bis 69, okay. Ich hab's ja nachher auf meiner Partner hattet und ich stehe da nur wie so ein C auf dem Zelt. Ja, klar. Ich hab noch kurz eine Kamera bei der Kiki auf der Seite aufgestellt, falls wir den später noch beobachten müssen. Puh, war vorhin den Grafton. Der Jin, der hat mich ja auch ordentlich erschrocken. Okay, wir müssen die Laternen beobachten, weil es könnte ja ein Onryo sein. Interessant. Aber wir müssten jetzt mittlerweile schon unter 50 gefallen sein. Haben wir jetzt schon wieder einen Shade oder so? Boah, wäre das lustig, wenn wir einen Faye oder die Ochen hätten. Ja, die Ochen wäre witzig. So, wir warten mal kurz, wann er versucht zu handeln. Oh, jetzt hat er es versucht. Die Laterne war an. Es ist kein Onryo. Willst du kurz nach der Sanity gucken gehen? Ich lasse das Kruzi hier so lange noch drin. Meine Sanity müsste runtergehen, weil ich hier im Dunkeln bin, aber guck mal, ob sie schnell runterrasselt. Bevor ich reinkam, war ich zwischen 66 und 69. Ich bleib mal bei der Laterne, damit sie nicht zu schnell runtergeht. Es ist eben doof, dass man die Sensoren so hinstellen muss, ne? Ja, das war die Laterne da hinten. Also Onryo ist raus, weil die war an, also versucht hat zu handeln. Na gut. Ich habe ja meine Szene hier auf dem Schwarzmarkt verkauft. Das könnte ein Late Hunter sein, wir sind doch 35. Okay, und geht meine gerade im Moment extrem schnell runter oder eher so langsam schnell? Okay, dann ist der Moroi raus. Das Kruzi ist jetzt komplett hinüber. Wenn du willst, kannst du den ersten Hand auf den Kameras angucken und danach reinkommen. Ja, versuch mal hier zu handeln. Versuch's. Versuch's. Guck mal, was da liegt. Oh, der Sensor hat funktioniert. Cool. Ja, sag ich doch. Er hat's versucht, aber er hat's nicht geschafft. Und da kommt eine Airball, weil er am Sicken ist. Wut-Airball. Also Oni war ja auch raus, ne? Ja. Dann bin ich mal gespannt, was wir hier haben. Ist eben jetzt schwer gegen. Ja, ja. Boah. Aber war das ein Zwei oder ein Event jetzt gerade? Weil das waren zwei! Normales Flackern, das Match bei 1924 macht das Ding zu. Zum Glück haben wir jetzt keinen Regen, da kann man das schön hören. Der wirft schon einiges, aber ist das Polter-like? Das kann er von der Kamera aus besser beurteilen.
Schau mal rein, ich brauche einfach ein Fensterfutter. Ja, die Events, die ich abbekommen habe, das waren zwei gewesen. Zuerst das Manifestationsevent und dann der Airborne. Ja. Ja genau, der Oni, der ist eh raus. Phantom ist auch raus. Oh, ich glaube, der Boyka ist aus. Ich mach ihn jetzt. Das müssen wir nachher nochmal testen. Wir müssen dann die Sanity nochmal ein bisschen voll machen. Echt jetzt? Lässt du unser Versteck in Ruhe? Hä, warum geht das EMF so an und aus? Das EMF ist kaputt. Das war jetzt komisch. Okay, also Shade könnte noch möglich sein. Es ist kein Raichu. Yokai müsste ich noch testen. Okay, ich habe gerade einen Spirit-Timer am Laufen. Ein Spirit kann in einer Minute handeln. Aha, aha, aha. Und ein normaler Geist jetzt schon, oder was? Ja, ein normaler Geist könnte schon handeln. Oh oh. Shade können wir auch testen, indem einer hier draußen bleibt und einer bleibt in seinem Raum stehen. Dann können wir gucken, wenn der nicht huntet, dann könnte es auch ein Shade sein. Ja. Hinter dem Zelt ist das Lager, oder? Da könnte man theoretisch einen Yokai-Test machen, da hinter dieser Mauer nachher mal. Okay, Laternen pustet er noch aus. Könnte ein Spirit sein, weil ein Spirit kann jetzt in 4 Sekunden erst handeln. Genau auf Time, aber wir müssen es nochmal testen. Okay, 22:30. Und 25:30. Sorry Leute, das wird mal wieder ein längeres Video, weil wir den Test wiederholen müssen. Aber er war theoretisch nicht im Raum, sondern hier bei uns in dem gleichen Bereich. Aber wie gesagt, die Shades sind manchmal etwas buggy. Und das mit der Sanity vorhin, das kann sein wegen den Events, dass die schnell runtergerasselt ist. Ich hätte mal kurz auf die Daddy. Ja, Kiki, du kannst auch schon mal rausgehen, wenn du möchtest, und die Sanity im Auge behalten. Ich bereite schon mal einen Yokai-Test hier vor. Und dafür müsste ich, das Zelt ist ja hier ist ein Zaun. Dann würde ich mich hier hinten hinstellen und den versuchen, hier hinzulocken. Ich weiß nur nicht, ob ich hier drin überleben kann, wenn ich mich hier hinstelle. Oh, der Boyka ist wieder aus. Scheiße. Oh, ein Airball. Das passt wiederum zum Shade, ne? Mit dem Airball. Boah, Sanity auf 0, ey. Ja, mir kam gerade wieder ein Airball entgegengeflogen. Das hat der Sanity wahrscheinlich den Rest gegeben. Darf ich doch schnell reinkommen? Ja, kannst du ruhig. Du kannst ja ruhig hier zu dem Lagerbereich kommen, wo wir jetzt den Yokai-Test machen. Und versteck mir? Sag mal! Hinter dir. Das hab ich gesehen, glaube ich. Genau den Moment. Hey, das ist, glaube ich, ein Spirit, so wie der ausrastet. Aber die ganzen Airballs wiederum sprechen für einen Shade, weißt du? Wir können uns dann da nachher verstecken. In dem lilanen. Wir müssen dann aber von da hinten hier komplett rüberlaufen, wenn er uns findet. Okay, ein normaler Geist könnte schon wieder handeln. Kiki, falls wir sterben, ich gehe mal von einem Spirit aus, so wie er sich im Moment verhält. Also hier machen einen Yokai-Test und dann gehen wir wohin? Da zu dem lila Zelt da, bei dem linken Zeltplatz. Das schaffen wir doch nie.
Ich habe zwei Smudgies dabei. Wir müssen die Tür hinter uns zumachen. Wir müssen, sobald wir hören, dass der hier rüberkommt, müssen wir uns schon in Bewegung setzen. Und dann können wir ja weiter mit dem Funk den weiterlocken, ohne dass er uns sieht. Okay, in 10 Sekunden kann Spirit hunten. Okay, jetzt kann Spirit hunten. Geist, komm, Geist, komm her, komm her, hierher, Geist. Ja, ist kein Yokai wahrscheinlich, der kommt ja mal direkt. Komm her, hallo, Geist. Hallo? Shit, ich hab keinen zweiten. Boah, haben wir Glück gehabt, ich hatte keinen zweiten Smudge. Das war jetzt knapp. Wie? Ich hab gescrollt und hab gesehen, scheiße, ich hab keinen zweiten Smudge. Gut, dass wir den so weit gezogen haben. Ja, guck mal, ob das gezählt hat. Das war ja jetzt gerade genau in deinem Gesicht gewesen, der Geist. Also ich denke mal, das ist ein Spirit. Das war jetzt zweimal hintereinander mehr als 3 Minuten. Diese Scheiße, das Geist hat immer noch nicht gezählt. Wie, immer noch nicht? Ja, komm schnell noch rein, solange der Effekt aktiv ist. Der hat mir vorhin lauter Events um die Ohren geschlagen. Nee, komm ruhig mit, ich hol kurz den Smudge. Wir haben ja 3 Minuten, wenn das ein Spirit ist. Komm aber ruhig. Das liegt doch wahrscheinlich daran, dass es schon mal ein Geisterfoto gemacht hat, aber das war nur ein Stern. Von daher nutze ich das. Ach so, denkst du, dass es deshalb ist? Ja, dann versuchen wir es in der nächsten Runde. Ja, wahrscheinlich. Ja, okay, wenn es daran liegt, dann bringt es ja eh nichts. Ja, ja, weil ich hab so viele geschossen, das kann ja nur daran liegen. Weil eins davon hätte bestimmt gezählt. Okay, dann trag mal den Sprit ein und dann gucken wir mal, ob es stimmt. So. Ja, mal gucken, ob wir einen Spritzkopf hier haben. Das war jetzt lustig gewesen, ey. Wie wir den da den ganzen Weg rübergezogen haben ohne Sprit. Oh Mann. Ja, es war ein Spirit, okay. Ja, jetzt hat er zumindest 3 von den Aufgaben schon mal. Und ja, ich habe ein paar Level. Wow, das gibt ordentlich Geld. Also, das sind die Stats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.